Digitalisierungsschub im Gesundheitswesen nach Corona, damit wollen wir uns hier befassen. Wir wollen Erfahrungen austauschen und Zukunftsvisionen spinnen. Wie geht es weiter, nachdem wir in den letzten 1,5 Jahren im Gesundheitswesen sehr viel Fortschritte gesehen haben in Bezug auf zum Beispiel Telemedizin. Aber wir haben auch gesehen, wo noch große Lücken sind. Wir erinnern uns alle an die gefaxten Berichte aus den Spitälern ans BAG. Mit mir diskutieren heute 3 Gäste und ich würde mich natürlich auch sehr über Fragen aus dem Publikum von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause freuen, die wir hier gerne mit ins Podium nehmen. Bei mir dabei ist Bernadette Häfliger. Sie ist Leiterin der Abteilung Gesundheitsberufe und Bildung am BAG und beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie Digitalisierung, wie zum Beispiel Big Data oder Robotik Gesundheitsberufe verändert und verändern wird, auch in Zukunft. Neben mir ist Pascal Scheer. Er ist Direktor der Technologie und Innovation bei der Inselgruppe und verantwortet die Informatik und Medizintechnik in den dazugehörigen 6 Spitälern. Und da wollen wir natürlich mehr dazu wissen, was heute der Stand ist und was vielleicht noch möglich ist in Zukunft. Und zuletzt zu meiner Rechten Bea Albermann. Sie vertritt hier die junge Generation, ist Medizinstudentin und Aktivistin für Gesundheit und Klimaschutz, was für dich auch zusammengehört. Und aktuell arbeitest du mit dem Schweizer Ärztedachverband FMH an einer nationalen Strategie zum Thema Klimawandel und Gesundheit. Da sind wir gespannt zu hören, wie die 2 zusammengehören. Und meine erste Frage möchte ich eigentlich dir, Pascal, stellen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, die gefaxten Berichte, die Fallzahlen, die Todeszahlen von den Spitälern ans BAG, die haben ja traurige Berühmtheit erlangt in der Corona-Zeit. Gleichzeitig, wir haben es gerade vorher gehabt von künstlicher Intelligenz in der Medizin. Wo stehen wir da heute? Haben wir Hightech im OP-Saal, aber Steinzeit in der Administration? Wo steht da die Digitalisierung in den Spitälern? Also wir haben natürlich schon in der Corona-Pandemie massiv Fortschritt gemacht. Wir haben uns auch in Bereichen, sage ich jetzt mal, weiterentwickelt, wo wir vorher ja, zum Teil vielleicht auch stiefmütterlich behandelt haben. Also da ist viel passiert, vielleicht auch disruptiv passiert. Bei uns, jetzt konkret in unserem Spital oder in unseren Spitälern, das hat man auch in der Presse entnehmen. Wir sind ja dran, massiv am Digitalisieren jetzt. Wir führen ein neues Klinikinformationssystem ein, wo wird die komplette Veränderung geben für die 12'000 Leute. Also da passiert im Moment gerade sehr, sehr viel. Man muss aber gleichzeitig schon auch sehen, ich habe schon auch so ein bisschen einen Rebound-Effekt schon beobachtet. Oder? Und vielleicht können wir dann auch mal ein bisschen über Gründe schwätzen, wieso das so ist. Es hat nicht alles nur mit den Spitälern alleine zu tun, sondern ich denke, wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir als Patienten maßgeblichen Einfluss nehmen darauf, was effektiv möglich ist und was effektiv passieren tut. Mhm. Konkret kann ich davon berichten, also wir haben bei uns in der Telemedizin massiven Fortschritt gemacht, viel angeboten, auch über Videokonsultationen und festgestellt, dass das dann oft nicht benutzt hat wollen werden, sondern dass Patienten trotzdem entschieden haben, sie möchten doch lieber vor Ort kommen, sie möchten den Arzt, die Ärztin sehen. Ja, also das ist ein ganz komplexes Gebilde, sage ich jetzt einmal. Mich hat es aber natürlich massiv gefreut, dass vieles plötzlich möglich geworden ist. Und das hat viel mit Nebenbedingungen zu tun, die komplett verändert worden sind. Ich erinnere einfach an die ganzen legislativen Bereiche, also dass man teilweise im Bereich des Datenschutzes zum Beispiel freizügiger geworden ist und Sachen plötzlich möglich geworden sind, die vorher einfach schlicht und ergreifend nicht denkbar gewesen wären. Mhm. Das hat uns schon geholfen, es hat uns aber auch Sachen aufgezeigt, die dann wieder anders hindernd gewesen sind, wo ich jetzt nicht damit gerechnet hätte. Beispielsweise haben wir Mühe gehabt, das abzurechnen. Also es gibt keine Tarife, um das abzurechnen. Mhm. Also das ist, kaum hat man eine Hürde genommen, kommt eine neue, oder? Kann man eigentlich sagen. Aber wir haben in dieser Zeit massivsten Fortschritt gemacht, klar, ganz klar. Jetzt haben wir gehört, so ein bisschen aus der Brille von einem Spital und aus der Optik. Bernadette, ich möchte dich fragen, wo siehst du denn noch weitere Probleme in der Digitalisierung? Die Spitäler sind das eine, aber es gibt ja auch die Arztpraxen, es gibt euch als BAG. Wo siehst du da die großen Hindernisse oder wo sind die großen Digitalisierungslücken?
Also viele Sachen hat Pascal Schär schon angesprochen. Es ist nicht viel anders in der Arztpraxis, wobei man dort weiss, dass es sehr grosse Unterschiede gibt, wer die Arztpraxis führt. Das ist eine Generationenfrage auch. Wie jünger als die Praxisinhaberin der Praxisinhaber ist, wie schneller erfolgt die Digitalisierung. Aber es ist schon so, im internationalen Vergleich hinkt die Schweiz gerade bei den Hausarztpraxen massiv hinterher noch. Also wir bilden dort eines der Schlusslichter, was Digitalisierung angeht. Und es ist angesprochen worden, auch Patientinnen und Patienten, die sind nicht wahnsinnig bereit, auf digitalisierte Angebote einzusteigen. Es gibt eine neue Studie vom OPSAN, wo gefragt hat, wie wenn sie in Zukunft medizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Und die allermeisten wollen nach wie vor den ersten Kontakt mit dem Hausarzt, mit der Hausärztin. Und nur 11-12% können sich überhaupt vorstellen, via Videocall oder einer App überhaupt medizinische Leistungen zu kontaktieren, quasi vergessen, den Wort zu nehmen. Also es hat verschiedene Aspekte. Was man auch sieht, das elektronische Patientendossier, das wird sicher dann von Adrian Schmidt noch konkreter angeschaut in einem späteren Talk. Das ist freiwillig. Es gibt die doppelte Freiwilligkeit. Einerseits kann der Arzt, die Ärztin entscheiden, ob sie das führen wollen und die Patientin, der Patient. Und bei den Ärztinnen und Ärzten hat man gefragt, können sie sich das vorstellen? Und nur die Hälfte kann sich das überhaupt vorstellen. Mhm. Und das ist natürlich, das sind wir, glaube ich, haben wir noch sehr einen langen Weg zur Digitalisierung in der Medizin. Ja. Bea, wenn du das so hörst, wie siehst du das so als zukünftige Ärztin, wenn du hörst, diese Widerstände, die es auch von den Ärzten gibt oder von den Patienten, wie denkst du, wird die Medizin sein, die du mal praktizieren wirst? Mhm. Als Vertreterin der jungen Stimmen da gibt es auch Zahlen, die zeigen, dass rund um die Welt 95% der jungen Menschen eigentlich fest davon ausgehen, dass sie digitale Medizin auch werden brauchen und sich dort auch mehr Unterstützung wünschen. Wenn man sich anschaut, was heisst Gesundheit für die Zukunft, du hast es angesprochen. Ich setze mich fest auch für den Umweltschutz oder für das Klima ein, weil das eben als grösste Gesundheitskrise von unserer Zeit gilt. Oder? Und auch dort hat Digitalisierung Chancen. Und so wie wir jetzt schon in dieser digitalen Transformation sind, das ist nicht Zukunft, und da sind wir jetzt drin, sind wir auch jetzt in der Klimakrise. Und dort gibt es ganz viele Synergien, die wir nutzen können. Das ist cool. Zum Beispiel letztes Jahr haben wir im Frühling, wo der Lockdown war, haben wir uns als Medizinstudierende rund um die Welt austauscht. Nicht nur zu Best Practices in Corona, weil wir sind ja überall in Spitälern am Arbeiten waren, am Aushelfen waren als Frontline Workers, sondern eben auch für das Thema Planetary Health. Wie können wir wirklich jetzt ein Gesundheitswesen machen, das längerfristig Gesundheit fördert? Das heisst, klimaneutral und mit Netto-Null-Emissionen. Und haben da auch in der Lehre Möglichkeiten gesehen, wie man Digitalisierung nutzen kann. Mhm. Zum Beispiel haben wir Vorlesungsreihen gemacht, die nicht nur an einer Uni sind, sondern wirklich regional und auch länderübergreifend zugänglich für Leute, um so auch den Wissensaustausch zu fördern. Was auch eine Art von Nachhaltigkeit ist. Genau. Spürst du sonst in deiner Ausbildung den Themenbereich, so die Digitalisierung der Medizin? Kommt das an in der Ausbildung oder ist es vor allem eben so euer Engagement nebenher, wo ihr das merkt, wo ihr das mitbekommt? Nein, ich habe jetzt 6 Jahre schon Medizin studiert. In den letzten 2 Jahren habe ich in Spitälern in allen Sprachregionen der Schweiz gearbeitet. Und da muss man schon sagen, also weit sind wir noch nicht. Wir haben bis zu Corona haben wir immer Podcasts eingefordert. Das ist so die einzige Forderung war, und das ist nicht gegangen, und unter Corona ist es plötzlich möglich gewesen, aber Podcast ist natürlich ein allererster Schritt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man wirklich Wissen austauschen kann. Und zwar nicht nur im Studium, sondern auch in der Weiter- und Fortbildung. Oder Digitalisierung, das wird uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen. Und das ist ein Lifelong Learning. Und da können wir nicht nur wir als Leistungserbringerin, als Ärztin und Ärzte, als Pflegepersonal interdisziplinär tatsächlich das ganze Leben dazulernen, sondern auch Patientinnen und Patienten können Gesundheitskompetenz entwickeln. Und darum ist es auch wichtig, wenn man über Digitalisierung nachdenkt, zu überlegen, was ist tatsächlich Open Source in der Digitalisierung, wie können wir wirklich das Gesundheitswissen mehr Menschen auch verfügbar machen.
Sehr schön. Mhm. Und bevor wir zur nächsten Frage kommen, wir haben schon zwei Fragen über unseren Chat bekommen. Ich möchte dir gerade noch eine Anschlussfrage stellen, nämlich was hat Klimaschutz mit Gesundheit zu tun? Wurden wir gerade gefragt von unseren Zuschauern. Genau. Der Lancet, WHO sagen, es ist die grösste Bedrohung für unsere Gesundheit. Und effektiv sind im letzten Jahr mehr Leute gestorben an der Folge von Luftverschmutzung als an Corona. Das heisst, es nimmt jetzt schon jedes Jahr unglaublich viel Leben, die Klimakrise, über verschiedene Ebenen. Zum Beispiel, was wir den Sommer alle erlebt haben, sind die Hitzewellen. In der Schweiz sehen wir auch jeden Sommer mehr und mehr Todesfälle aufgrund von diesen Hitzewellen. Das heisst, das ist bei uns angekommen. Wir haben auch Mücken, die jetzt in der Schweiz überleben können. Das heisst, die können Malaria, Chikungunya, Denguefieber, so neue Krankheiten können jetzt auch in der Schweiz sein. Und die extremen Wetterveränderungen führen dazu, dass wir auch grosse Migrationsströme haben. Mhm. Und das ist eben so, wenn wir über 1,5 Grad Ziel als Grundlage für eine gesunde Zukunft reden, dann ist es nicht so, dass wir das schaffen können oder nicht, sondern dass wirklich jedes 0,1 Grad, das ist so wie bei einem Patienten oder bei einer Patientin, 42 Grad Fieber heisst Lebensgefahr. Und das ist auch bei unserem Planeten so. Mhm. Weil unsere Gesundheit wie jetzt direkt betroffen ist. Danke dir. Und ich möchte noch die zweite Frage, die in unserem Chat aufgetaucht ist, bevor sie schon wieder verschwindet, aufgreifen. Pascal, es geht darum, wie bleiben unsere Gesundheitsdaten sicher? Wie können wir das sicherstellen? Du hast es ja auch schon erwähnt, man hat einen gewissen Vorbehalt, um wirklich diese Telemedizin zu beanspruchen. Wie schaffen wir es da, unseren Patienten die Sicherheit zu geben? Ich weiß jetzt nicht, ob das dort bei dieser Frage im Vordergrund steht, dass Patienten Angst haben, jetzt Daten der Spitäleranzvertrauen zu vertrauen. Das hoffe ich fest nicht. Also wir setzen natürlich massiv viel ein, um die Sicherheit von unseren Daten jederzeit können zu gewährleisten. Also ich hoffe nicht, dass das ein Problem ist, Stand heute. Respektive ich kann auch sagen, das ist bis jetzt nicht so an uns herangetragen worden. Bei den telemedizinischen Fragestellungen gibt es natürlich mittlerweile auch einen Haufen andere Provider, die jetzt nicht akut stationär, also Akutsomatik betreiben. Ich denke, dort stellt sich die Frage fast mehr. Also ich bin vielleicht ein bisschen der falsche Ansprechpartner, um die Frage zu stellen. Die Frage müsste man vielleicht eher so in Richtung ganz grosse Anbieter stellen. Apple Health, Microsoft und so weiter und so fort. Ich denke, die wären wahrscheinlich eher der Ansprechpartner, wenn ich das so sagen darf. Das ist ein guter Stichwort. Ja, Bernadette. Vielleicht nur noch, also das kann ich nicht beurteilen, da bin ich zu wenig kompetent, aber den Datenschutz hast du vorhin angesprochen und ich denke, das ist ganz, ganz ein zentrales Element, wie vertrauenswürdig sind Digitalisierungsschritte für Patientinnen und Patienten. Und das sieht man jetzt auch bei der ganzen Zertifikatsdiskussion. Ich habe das Gefühl, dort ist sogar die Covid-Krise wahrscheinlich eher hindernd jetzt für die Diskussion um Datenschutz und Patienten. Weil die Angst, dass Daten irgendwie austauscht werden, über die Köpfe weg von den Patientinnen, dass ein Datenaustausch zwischen Versicherungen und Leistungserbringer stattfindet, die Angst besteht. Und das muss man können sicherstellen. Die Sicherheit muss man können gewährleisten, dass Patientinnen wirklich Daten anvertrauen. Umgekehrt gehen sie ja dann selber sehr, sehr fahrlässig um, auch mit Gesundheitsdaten. Also wir laden alle unsere Apps ab, wenn wir Fitness machen oder was auch immer. Da hat man überhaupt keine Bedenken, dass man da eigentlich durchüberwacht ist. Aber das ist, glaube ich, die Widersprüchlichkeit, die die Digitalisierung, die digitale Transformation halt immer auch in sich birgt. Aber ich habe das Gefühl, Datenschutz ist ganz ein ganz zentrales Thema, wenn wir einen Schritt weiterkommen. Mhm. Wie ist es? Ist es eher eine Chance oder ist es ein Risiko, dass eben diese Technologiekonzerne wie Apple, Google, Amazon immer mehr in den Gesundheitsbereich hineinkommen? Pascal, wie siehst du das? Also für mich ist es eine Chance, ganz klar. Ich denke, das ist eine wichtige Diskussion, genau, die wir führen müssen, die wir mit uns selber führen müssen, die wir überlegen müssen. Welchen Wert hat für mich das Geheimnis? Effektiv bin ich gewillt, das Geheimnis irgendjemandem preis zu geben, den ich gar nicht kenne, wo ich vielleicht auch keine vertragliche Bindung wirklich habe. Ich glaube, da lernt man im Moment massiv dazu. Ich teile es, die Meinung von dir, dass sehr freizügig mit diesen Daten umgegangen wird. Also ich erlebe mehr, dass
ich sage jetzt mal, die Patienten sehr freizügig umgehen mit den Daten und wir verzweifelt versuchen, eigentlich alles, was rechtlich nötig ist, einzuhalten. Mhm. Und da dazwischen ist eine riesige Kluft mittlerweile. Also da werden äußerst freizügig ganz persönliche Daten preisgeben, irgendwelche Dienste, wo man eigentlich nicht so genau weiss, was dahinter ist. Und gleichzeitig wird im akut stationären Bereich oder auch in den Arztpraxen mit höchsten Standards gefahren. Und da dazwischen ist in meiner Meinung eine grosse Diskrepanz mittlerweile, die ich sehe. Umso wichtiger finde ich es, dass wir eben genau anhand von diesen ganz grossen Beispielen mit diesen ganz grossen Player eine gewisse Evidenz haben und eine gewisse Seniorität können entwickeln, was Patienten effektiv überhaupt wollen. Mhm. Weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Diskussion, die wir da noch fertig führen müssen. Und wo ja, by the way, die Covid-19-Pandemie also zu massiven Aushebelungen geführt hat, dass man plötzlich von gewissen Sachen losgelassen hat und gesagt hat, ja, okay, dann machen die Videokonsultationen. Es ist jetzt wichtiger zu gewichten, dass die Konsen stattfinden können, anstatt dass jetzt beispielsweise überall de jure alles eingehalten worden ist. Also eine spannende Mechanik, Retroperspektiv betrachtet. Wir haben Mengen heilige Gral umgeworfen zugunsten von der Bewältigung von der Covid-19-Pandemie. Und das war ein Katalysator, finde ich. Also das heißt, es braucht auch einfach wie das richtige Maß an Datenschutz. Ja. Nicht einfach zu viel und nicht zu wenig, sondern die goldige Mitte. Und das Problem ist, oder, wenn man einmal, ich sage jetzt einmal, das Vertrauen verspielt, oder, dann ist es weg. Mhm. Und darum finde ich es schon gut. Also ich glaube, wir sind schon nicht komplett falsch unterwegs. Es ist aber gleich gut gewesen, hat es jetzt den Eye-Opener mal gegeben. Dass man auch mal gesagt hat, hey, was machen wir überhaupt? Also, das ist total ein positives Momentum für mich gewesen, was vielleicht wirklich mal gebraucht hat. Jetzt, wir haben viel darüber geredet, eben diese Digitalisierungsschübe, Telemedizin. Bernadette, wie verändern sich die Gesundheitsberufe durch die Digitalisierung? Das ist sehr mannigfaltig und hängt auch nicht nur mit der Anwendung von technischen Möglichkeiten zusammen. Also die Wissenszufuhr quasi oder auch die Wissensverarbeitung, das ist ganz ein zentraler Punkt. Du hast es angesprochen. 1950 hat sich das medizinische Wissen auch 50 Jahre verdoppelt. 2010 sind es 3,5 Jahre gewesen, 2020 sind es 73 Tage. Und das zeigt auch, eben, man ist weltweit miteinander vernetzt, man kann weltweit Wissen, Forschungsergebnisse zur Kenntnis nehmen. Das ist total etwas Neues. Das heisst, einerseits auch, man muss in der Ausbildung, in der Weiterbildung Fähigkeiten sich aneignen, wie kann ich so Wissen, so einen riesen Wust an Daten und Wissen verarbeiten, wie auch eine gewisse Selbstreflexion und Bescheidenheit, dass man nie alles wissen kann und dass unter Umständen eben genau auch technische Hilfsmittel mehr können in diesem Bereich. Das andere ist aber auch, dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass es ein Erwartungsdiplom bis zur Pensionierung genügt. Also die Reflexion auch, was brauche ich für Fortbildung, was brauche ich für Weiterentwicklungen für mich. Das finde ich ganz einen wichtigen Teil. Was du gesagt hast, dass in der Ausbildung nach wie vor sehr stiefmütterlich behandelt wird, das stellen wir auch fest. Oder? Wir haben immer gehofft, Digitalisierung führt dazu, dass effizienter geschafft wird, dass Bürokratie abgebaut wird. Und jetzt sind die Rückmeldungen, ja, die nimmt ja noch zu. Und das hat aber sehr stark damit zu tun, dass eben die Mittel, die einem zur Verfügung gestellt werden, total falsch angewendet werden. Das ist etwas, was die Berufe auch könnte positiv verändern könnte. Denn die Robotik hat sicher Möglichkeiten, dass körperlich anstrengende, schwere Arbeiten, gerade in der Pflege zum Beispiel, da denke ich an die Pflege, dass das eine Erleichterung könnte bringen. Die interprofessionelle Zusammenarbeit wird sich total verändern. Eben, es ist nicht mehr der Arzt, der quasi der Gralshüter vom Wissen ist, der es dann so partiell weitergibt, sondern alle Gesundheitsfachpersonen können im Prinzip über ähnliche Informationen verfügen. Das verändert die interprofessionelle die Interprofessionalität, das interprofessionelle Zusammenarbeiten. Wir haben informierte oder desinformierte Patientinnen, Patienten, je nachdem. Das bedingt ganz andere Kommunikationsfähigkeiten. Der Patient hat heute auch
ist nicht mehr zufrieden, wenn man einfach eine standardisierte Lösung für ihn vorsieht, sondern er will ganz individuell auf seine konkrete Situation anpasste Behandlungsmethode. Das sind auch Sachen, die nicht direkt mit technischem Wissen zu tun haben, aber das wird die Gesundheitsberufe ganz, ganz stark verändern. Mhm. Und das andere, was wir auch feststellen, es entstehen immer mehr Berufe, die so an der Grenze von Technik und Medizin sind. Es ist eine Frage, welche Sicherheitsmechanismen können eingebaut werden, damit die Maschinen dann eben auch funktionieren. Und das sind genau dort, wo ich sehe, das braucht neue Berufe und ein höchst medizinisches Wissen bedingen, aber auch eine höhere Kenntnis von der Technologie. Mhm. Du hast ja auch erwähnt, eben die Schnittstelle zwischen Technik und Medizin braucht neue Berufe und es braucht auch eine neue Art der Zusammenarbeit, das Interdisziplinäre, das über verschiedene Bereiche hinweg. Und heute sind Spitäler ja immer noch sehr klassisch hierarchisch. Und Bea, ich möchte dir die Frage stellen, so als zukünftige Ärztin, wie siehst du das? Wie siehst du diese Arbeitswelt in der Medizin heute und was braucht sie für die Zukunft? Ich finde, ein Bild ist sehr gut dafür, wenn wir eine Patientin auf dem Notfall haben, oder? Mit einem Polytrauma. Das heisst, es blutet ein bisschen überall. Wir haben einen Multiorganschaden und vielleicht oberflächliche Wunden, aber auch die Organe, die verletzt sind. Dann mobilisieren wir auf dem Notfall das ganze Team, Pflege, die verschiedenen Ärzte. Wir nehmen Blut, wir machen das Röntgen, wir machen das CT, verschiedenste Sachen. Wir mobilisieren alle, versuchen zu priorisieren, was ist das Wichtigste, wo blüht es am meisten. Oder? Und wir schauen nicht, oh, da hat es etwas, machen wir mal ein Pflaster drauf, sondern man geht systemisch vor. Und was wir bei der Digitalisierung aktuell beobachten können, ist, du hast es ein bisschen angesprochen, ist wirklich auch so ein bisschen fragmentiert. Es gibt wie nicht die systemischen Ansätze. Das ist wie eine Komplexität, die man muss handeln können. Und wo man wie das ganze Team muss zusammen sich auch besprechen und schauen, was wir jetzt priorisieren, um tatsächlich längerfristig das Leben retten von der Patientin und die Gesundheit auch fördern. Und das sehen wir auch in den Gesundheitsberufen aktuell. Es gibt viele, die, wir sagen da ja, auf dem Mund Pflasterli-Politik, man tut viel, eben versuchen mit Digitalisierung gewisse Sachen zu verbessern, aber man geht wenig wirklich das System zusammen an und dort priorisieren. Wie können wir tatsächlich auch das Gesundheitswesen so formen, dass wir auch wirklich die Gesundheit der Patientinnen und Patienten fördern können? Und da habe ich in den letzten zwei Jahren, was ich alles an Zeit verbracht habe, in verschiedenen Spitälern hin und her zu telefonieren und Berichte anzufordern, dass wir die gefaxt bekommen, gescannt bekommen, um es dann bei uns wieder auszudrücken. Das ist die Realität in den Spitälern. In der gesamten Schweiz sind wir noch, da gibt es gewisse, die besser sind, gewisse, die schlechter sind. Aber eben, ich habe ein bisschen überall geschafft und das ist überall noch ein Thema. Mhm. Und da braucht es wirklich, wenn wir wegkommen von dieser Fragmentierung, sondern wir versuchen als Team wirklich auch Themen wie Sicherheit eben anzusprechen und das wirklich zusammen zu thematisieren und auch interdisziplinär und auch transsektoral können so Themen angehen. Mhm. Um wirklich nicht nur Flashlight-Politik zu machen, sondern ganz grundsätzliche Lösungen finden, um die Ursache des Problems auch anzugehen. Mhm. Pascal, du sitzt ja genau an so einer Schnittstelle zwischen Medizin und Technik. Hörst du, fühlst du dich abgeholt oder siehst du das anders, als es jetzt beschrieben wurde? Also jetzt Bezug nehmend auf die Veränderung der Gesundheitsberufe? Oder? Vor allem auch zwischen diesen Schnittstellen zwischen Technik und Medizin. Funktioniert die heute oder es geht so? Arbeitet man interdisziplinär oder noch nicht so wahnsinnig? Gut, das ist, die zweite Frage ist schwierig zu beantworten. Oder? Ob man interdisziplinär wäre, ich glaube auch nicht wirklich qualifiziert genug. Ich glaube, was halt wichtig ist und was ich immer wieder sehe und ich für mich selber so ein bisschen festgestellt habe und ich ganz eine wichtige Diskussion finde, ist, und ich bin Ingenieur von Beruf, also ich habe mich entschieden, um mit Maschinen zu arbeiten, ich habe mich entschieden, Maschinen zu bauen, Maschinen zu unterhalten. Und sie hat sich entschieden, um mit Menschen zu arbeiten. Oder? Und jetzt komme ich mit meiner Crew und ich dränge mich dort dazwischen, zwischen das Patienten-Arzt-Verhältnis. Und ich glaube, das darf man wirklich wie nicht außer Acht lassen, das ist ein ganz relevanter Punkt. Erstens mal hat sie sich nicht entschieden, Ingenieurin zu werden, sondern Ärztin. Und zweitens dränge ich mich in eine ganz spezielle Beziehung ein, wo Vertrauen nötig ist. Und
drängen dort elektronische Devices drin, drängen dort strukturierte Daten drin. Und das ist immer ein Spannungsverhältnis, das sich dadurch ergibt. Und das darf man, glaube ich, einfach nicht außer Acht lassen, dass das relevant ist. Ich verändere auch ihr Berufsbild. Der Dani Ebersold war vorher da, glaube ich, und hat wahrscheinlich berichtet, auch, was man macht im Bereich AI. Dort, wir verändern ganze Berufsbilder oder, von den Ärzten. Also das heisst, ich bin als Ingenieur der massiv in eine Transformation hineinkommt und die katalysiert. Und das ist eine schwierige Situation. Zumal, und das ist jetzt aber eine persönliche Hypothese von mir, wir nicht die vertrauenswürdigste Berufsgattung sind als Computerleute. Das ist einfach nicht so. Wenn man die vertrauenswürdigsten Berufe aber anschaut, ist dort die Rettungssanitäter, der Arzt drin, die Pfleger drin, die sind alle in den Top Ten. Mhm. Und das ist eine schwierige Diskussion. Oder? Mhm. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach bewusst sein, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen aufgrund dessen immer komplex wird bleiben, zumal es nicht so ist, dass sie hat, ich weiß jetzt nicht, ob du Internistin bist oder chirurgisch mehr und weh. Also das ist ja nicht standardisiert, dass man kann sagen, ja, Prozess 725, wir machen jetzt eine Appendektomie, platsch, fertig, so machen wir es. Das ist ja nicht so, oder? Und das heisst auch, die ganze Digitalisierung hat es ein bisschen schwieriger als jetzt, ich weiss auch nicht, irgendein Menü bestellen in einem Restaurant, Knopf 22. Und das ist dann immer noch kompliziert, das muss ich richtig verstehen. Mhm. Aber das übertrifft es halt schon einmal. Mhm. Also ich glaube, da muss man wirklich, da muss man einfach sich bewusst sein, das ist eine ganz spannende Aufgabe, die man da hat, wenn man will, das machen im Gesundheitswesen. Und da gehört auch ein bisschen dazu, dass man da ja, motiviert ist, eben genau die Diskurse dann eben zu führen mit den Patienten, mit den Ärzten, mit den legislativen Bereichen, wo Sachen vorgehen. Da hat es unzählige Stake- und Shareholder, die irgendwie Einfluss nehmen auf das ganze Geschehen. Mhm. Jetzt habe ich nicht ganz genau deine Frage beantwortet. Aber es war aber trotzdem sehr spannend. Super. Finde es wichtig, dass man das bewusst ist. Oder? Das ist speziell dort. Ja. Mhm. Bernadette, was dürfen wir in den nächsten Jahren erwarten im Gesundheitsbereich mit der Digitalisierung? Was kommt da auf uns zu? Vielleicht so als kleiner Abschluss für unsere Runde heute. Das ist also eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Sehr viel, wie du gesagt hast. Also, eben, du hast noch angesprochen, es braucht auch einen Kulturwandel. Das, was du gesagt hast, dass dir quasi als Ingenieur, als Informatiker in den Gesundheitsbereich hineintreten. Die Medizin war zwar, glaube ich, sehr lange recht statisch, was Arbeitsprozesse, was Hierarchie, was Kultur angeht. Und das muss sich verändern. Das auch mit der Emanzipierung von weiteren Gesundheitsberufen. Also, im Moment ist die Pflege sehr, sehr hörbar. Das wird das Gesundheitswesen auch verändern. Die Digitalisierung, die Patientinnen, die viel selbstbewusster auftreten, die auch wissen, was sie wollen, die informiert sind, das wird das Gesundheitswesen sehr stark verändern. Aber ich kann nicht sagen, wie das Gesundheitswesen in 20 Jahren, in 40 Jahren aussieht. Also wir sind jetzt im Rahmen von unserem Strategieprozess dran, verschiedenste Studien zu machen, wo einerseits ein Bedürfnis von Patientinnen und Patienten versucht herauszufinden, andererseits auch, was erwarten die unterschiedlichen Gesundheitsberufe. Das ist im Fluss und ich finde es sehr, sehr spannend und bin froh, dass wir da vielleicht einen ganz kleinen Teil dazu beitragen können, dass die Entwicklung vorwärts geht. Merci euch allen für die spannende Diskussion von Daten und Technologie über den Mensch, über den Klimawandel und wie das alles zusammenspielt im Gesundheitswesen. Und danke auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen für die spannenden Fragen, von denen wir einige anschneiden konnten. Und dann würde ich sagen, geht es bald schon wieder weiter mit dem nächsten Thema bei uns, wo es ganz um den Konsum geht, weg von der Gesundheit. Merci vielmals.